Moin Leute, heute gibt's eine kleine Kooperation zusammen mit dem kompletten Freedom Squad. Wir testen nämlich die neue Online-Plattform Core, auf der jeder kostenlose PC-Spiele erstellen und spielen kann. Und das alles mit der Unreal Engine. Seit dem 15.04. gibt es Core als Early Access Release. Da starten übrigens auch die Core Trials. Und Leute, ihr könnt euch das Ganze kostenlos über den Epic Games Store runterladen. Guckt dazu einfach in die Videobeschreibung, dort gibt es noch viel mehr Infos. Unter anderem auch zu den Core Trials. Und alles Wichtige ist natürlich auch verlinkt. Jetzt geht's aber ab in die Welt von Core. So Leute, da sind wir auch schon in der Lobby. Da ist Maudado, da ist Zombie und da ist Minjul. Hallo. Und ich habe einen richtig coolen... Ich dachte, ich hätte den Panzer ausgewählt. Wartet. Da. Bam, Leute, guckt mal das an. Wir sind hier in der Lobby. Hier kannst du die verschiedensten Games auswählen. Doch wir werden uns jetzt in kleine süße Schlangen verwandeln. Wo denn? Du drückst hier auf Escape. Dann gibst du oben bei Search. Hier seht ihr zum Beispiel auch die... wie gesagt, die Möglichkeiten sind hier gefühlt unendlich. Ihr drückt oben bei Snake. Gebt ihr einfach ein. Ja, habe ich. Und dann einmal draufklicken. Und dann einfach auf Play. Zack. Ging da. Und dann verwandelst du dich in eine kleine süße Schlange. Und zack. Ich lebe. Lecker so, Äpfel. Ja, wir sind alle in einer Lobby. Ich bin die gelbe Schlange. Ich bin auch und, gelb. Wie cool und wir ist müssen, das grau. Ich wir müssen jetzt gucken, so groß. Schlange. Kann ich das essen? Ja. Oh, da ist ein Coin. Ich werde von dem Größten in der Runde. Ja, dann mach ihn kaputt. Wir müssen zusammen agieren. Da ich sehe Panda Ork war, die Team auch. Nee, doch nicht. Ja. Junge, der eine hat den anderen volle Kanne gefressen. Ah, man kann auch springen. Ich werde schon wieder von dem Stärksten attackiert. Ich habe noch niemanden gesehen außer Ich habe auch noch niemanden gesehen. Ich bin so, ich oben links schon in der Ecke. Was? Ah, oben links. Okay, ich komme zu dir. Ich seh Paluten. Oh, oh. Zombie ist wieder einer von denen, die mich dann platt machen. Oh nein, der Größte will mich schon wieder. Da, Mengel, ich sehe dich. Oh, oh das... Zombie! Ich habe ein Power-Up. Oh, hast du das gesehen, wie ich darüber gesprungen bin? Guck euch das an. Hui. Ich rieche. Ja, warte, wir müssen irgendwie den Typen da fertig machen. Warum, Zombie? Warum? Oh Gott, oh Gott. Hey, ich wollte dich gerade um. Ich hab mal gekriegt. Das hab ich gemerkt, Junge. Bam, ich hab ihn. Let's go. Oh mein Gott, das ist mega crazy. Was willst du denn jetzt? Junge, Paletto ist auf Platz 1. Oh Gott, das ist Paluten lang. Ja, ich hab ihn richtig. Ja, bei mir läuft. Toxic hat mich getötet. Was? Toxic. Oh Gott. Oh, ich hab so ein bisschen Angst vor dem. Ja. Okay, wir müssen. Der will wieder Beef hier, Manuel. Schnapp ihn dir. Ich schnapp ihn dir. Oh, Alter, ich hätte mich beinahe selber. Kann ich durch mich selbst verdammt durchfahren? Nee, oder? Nee, ich denke nicht. Ich hab's nicht getestet. Alter. Junge, was ist denn dein Problem? Bring ihn einfach um. Ja, hab ihn. Zombie! Was ist das? Mein Zombie will richtig Stress. Oh, Manuel! Wow, wie du. Ja, ich bin über dich rüber. Hallo, Zombie. Maudado ist hier mein größter Gegner. Ja, ich esse Zombies Leiche. Okay. Und was ist im Spiel? Ich esse Zombies Leiche. Okay. Oh ja, lecker Schmecker. Ich hab einfach nur Angst. Nee, Zombie hat mich getötet. Bring Palette um. Nee. Oh, was? Das ist wieder Manuel. Oh, hallo, guck mal, ich bin Manuel. Hallo, du bist ganz schön ganz Manuel. Jetzt gibt's den finalen Showdown, Leute, ich sag's euch. Oh, warte, komm mal, ich hab Palette. Was denn? Komm mal her. Na, um links wieder. Nee. Nein, ich bin Freund. Okay. Ja. Ha, Feuer! Wow. Ja, danke schön. Toxic hat mich umgebracht und gegessen. Oh, das und ich auch. Er hat mich auch weggemacht. Ja, ich bin die größte Flamme. Toxic. Ja, Mann, was machst du jetzt? Ah, jetzt kann ich get revenge. Dick, Magnet, was ist ein Dick und Magnet? Das sind diese Power-Ups, die man aufsammelt. Mit Rechtsklick kannst du dich eingraben, wenn du es hast. Oder halt Magnet, dann machst du so ein Magnet auf dich. Die musst du nicht erholen. Ja, Rechtsklick gedrückt halten dann. Ah, da war toxisch gerade bei mir. Ah ja, Alter. Der Magnet ist ja richtig geil. Was ist das hier? Kann ich hier rein? Ah. Abtoxisch. Sehr gut. Und Maudado ist jetzt aber schon sehr groß. Ah, jetzt ist der Magnet ist jetzt aber weg. Den kann ich einmal... Sag mal, Tobi! Oh, lecker. Super Paluten. Hast du das Maudado? Ah, ja. Maudado. Hallo, Manu. Warum? Nein! Mann! Ja, ich esse die Überreste von Paluten und Schirm Let's Play. Ich hoffe, ich Mann, Maudado ist hier der Obermacker. Oh, hier ist ein... Oh, ja! Ja! Es gibt ein Zuhause-Trend, ich werde aufgegessen! Nein! Ich bin nochmal durch Zombies Schwanz gefahren! So, das ist Maudado. Hallo, Maudado. Ich kann durch dich selber fahren. Toxic ist gerade durch dich selber. Hab Toxic umgebracht. Oh, okay, jetzt nicht echt. Alter, wie viel Länge wir verloren haben. Gerade eben war es sowieso noch 600. Und jetzt hat Manu, es wird einfach so viel recycelt, bis nichts mehr da war. Oh, das ist noch Manual.
Der kassiert ja jetzt gleich. Nee, ich kassiere nicht. Ich werde dich schön umbringen. Verdammt! Ich wollte alles riskieren. Ja. Alles! So. Na, wer will Beef? Scheiße. Oh. So, Leute, ich hatte ja am Anfang schon die Core Trials erwähnt. Die sind am 15.04. gestartet. Und es sind so Spieleturniere mit einem Preispool von insgesamt 55.000 US-Dollar. Jede Woche gibt es neue Spiele bei Core Trials, neue Herausforderungen und natürlich neue Gewinner. Weitere Infos dazu, wie immer, in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber erstmal weiter. So, Leute, ich teleportiere mich wieder into the Core World. Man kann einerseits, wie ihr das eben gerade gesehen habt, natürlich über den Browser gehen. Aber hier vorne werden einem auch in der Lobby so ein paar Games vorgeschlagen. Snake hatten wir eben gerade. Titan Attack. Blockchain Tycoon. Tycoon Farmers, Alter. Warte mal. Paletto möchte aber gerne. Ich möchte gerne in Paradise Roleplay. Komm, wir machen mal ein bisschen Roleplay gibt's jetzt. Beginning a New Life. Okay. Ich hab ein neues Leben angefangen. Ich bin arm und alleine. Ich auch. Hä? Lass uns zusammen arm und alleine sein. Ich hätte keine Almosen. Oh Mann. Nicht darüber. Ich habe eine Quest bekommen. Ich brauche einen Job hier. Ich bin jetzt auch beim Loaderman. Ja, ich auch. Hallo, Loaderman. Ich komme von Steve. Ja, ich bin von Steve. 100? I want to start. Ich bin alone. Wir sind alle irgendwie alone. Ich bin alone. Als ob. Wir müssen jetzt hier immer hingehen. Ich muss Sachen sagen. Freaking Real Life Simulator. Oh, let's go. Put Cargo. Ja, bald sind wir reich. Ja, aber ich dachte, nicht mehr allein sein. Im Badedorf. Aber ich kann Maudado auswählen zum Daten. Ja! Was? On a date! You on date with Maudado. Alter! Ich brauche... ich hab ein Date mit dir gemacht, Palle. Yes. Ich seh's. Guck mal, zur Mail, wie die alle hier arbeiten. Ja. Die stehen da einfach nur mit ihren komischen Ballons. Was heißt, wir stehen? Wir sitzen hier gemütlich auf einer Parkbank, genießen die schöne Umgebung. Stehen du da aber auch sitzt. Fuel Car? Driving School. Ich geh zur Driving School. Kommt mit. Wir machen jetzt unseren Führerschein. Darf ich überhaupt einen machen ohne Geld? Ja, klar. Okay. Wie viel Geld hast du? Null. Ja, schade. Warum hast du kein Auto? Ja, weil ich habe ein Auto, aber ich brauche einen Führerschein. Aber ist ja eigentlich cool, dass man sich hier dann so ein Auto erarbeiten kann und so. Ja. Die Stadt ist ja auch echt groß. Ja, es gibt auf, drück mal auf M. Du hast halt hier Food, Häuser. Ach, man kann auch eins mieten. Wo ist Palut nach da vorne? Wo bist du denn? Nee, ich muss hier nur, ich bin bei der Driving School. Da mache ich jetzt meinen Führerschein und dann hole ich dich süßen Knubbelbeeren gleich ab, okay? Oh ja, dann hat Palut endlich sein erstes Auto. Ja. Und sein erstes Date. Driving School. Wo ist jetzt die Person, die mich hier... Ah, wahrscheinlich hier vorne. Guten Tag. Talk to Driving Teacher. Ja, ja. Driver License. You can start the test. Es kostet 200. Ja, mach ich. Als ob. Ist es erlaubt, mit mehr als 60 Stundenkilometer durch ein Village zu fahren? Nee, nee. Can you rent a car without a license? No. Which game should win the Core Invitational? This game. Mann, es sind 17 Fragen, Mann. Ich weiß das alles nicht. Ich drück's jetzt einmal durch. Ja, ich hab's geschafft. Ja, nice. Auto? You need driver license. Hä, aber da stand doch, ich hab's gepasst. Du bist durchgefallen. Driver exam. Ah, warte, das war der praktische Teil. Der theoretische. Ja, meine ich ja. Geh jetzt ins Auto. Enter Vehicle. Ja, ich fahre hier ein bisschen im Kreis. Such dich, Palette, ich finde dich nicht. Ja, weil ich bin da bei dem Driving-Testing. Da kannst du auf mich warten, weil da komme ich gleich hin. Und dann steigst du mit mir in mein Auto. Ich arbeite gerade auf einer Baustelle. Ja, da bin ich schon mit fertig. Ich fahr hier im Kreis. Da bist du. Kannst du einsteigen? Bist du in seinem Taxi oder bist du stehen geblieben, oder? Nee, ich fahr das selber. Ja, ja, ich seh dich. Hallo. Hallo. Versuch mal einzusteigen. Ui. Oh. warte doch noch. Ja, ich hab leichten Hunger. F. Nee, geht nicht. Aber geh schon mal zum Driving, weil da muss ich wahrscheinlich wieder hin. Echt schönes Date. Der eine macht den Führerschein, der andere arbeitet auf einer Baustelle. Ich schlepp weiter Sachen. Ja, verdient das Geld so gut dafür. Das stimmt, ja. 100 Dollar für einmal hin und her laufen. Ja, ich bin gespannt, was ich bei der Baustelle bekomme. Kann ich dir sagen, soll ich? Nee, das ist ein Spoiler. Was glaubst du denn bekommst du, Maudado, für diese hervorragende Arbeit, die du auf der Baustelle leistest? Ich wüsste wahrscheinlich auch einfach nur 1000. Also ich kann dir schon mal sagen, du bekommst keine 1000. Und ich bin da. Oh mein Gott, ich bekomme weniger als bei den Kisten. Ja. 550. Und ich bin da. Ja, hab ich sie jetzt? Bye. Ich drück Menü und nehme mein als ob. Ich bin der Krasseste. Kommt man denn da rein? Ich finde den Eingang nicht von dieser... Ja, warte, ich hol dich ab, Menü. Ich hol dich ab.
Paletto zeigt dir, wie das Leben hier funktioniert. Ah, ich bin da, ich sehe dich. Wo bist du? Ui, schöner Wagen hinter dir. Ach so, ja, steig ein. Ich glaube, jetzt müsstest du, vielleicht kannst du jetzt einsteigen. Ah, nee. Ich würde da gerne rein. Hallo, wir haben ein Date. Darf ich da bitte rein? Okay, Leute, wenn ihr jetzt Bock habt auf Core, dann guckt in die Videobeschreibung, habe ich ja schon mal ein bisschen erwähnt. Da ist das Game verlinkt, sowie weitere Infos. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut doch unbedingt bei den anderen vorbei, da haben wir noch viele weitere Games getestet. Danke natürlich auch an die Jungs und Mädels von Core für die Kooperation. Danke fürs Zusehen und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein!